Wenn du gerade unter 30 bist, dann habe ich in diesem Video wahrscheinlich den allerbesten Rat, den du je bekommen wirst für dein Leben, für deinen Erfolg und vor allem auch für dein Business, wenn du eins aufbauen möchtest. Denn viele Leute haben halt eben das Ziel, sie möchten irgendwo selbstständig werden, möchten irgendwo was Eigenes machen, ihr Leben selbst in die Hand nehmen und vor allem eins, erfolgreich und frei sein. Und wenn du das Ganze auch schaffen möchtest, dann bleib jetzt auf jeden Fall dran. So, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Adrian Philipp und ich heiße dich hier herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wenn du gerade durch Zufall auf dieses Video gekommen bist, dann, wie gesagt, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du es hier auf diesem Kanal gefunden hast. Wenn du schon ein treuer Zuschauer bist, willkommen zurück. Genau, in diesem Video möchte ich einmal über das Thema sprechen, was wahrscheinlich der beste Tipp sein wird, mein Rat an alle Leute, die gerade in ihren 20ern sind, also noch irgendwo unter 30 oder gerade so 30 Jahre alt. Und wenn man mal so die YouTube Analytics anschaut, sind das tatsächlich die meisten Zuschauer meiner Videos. Heißt, wahrscheinlich bist du gerade auch irgendwo zwischen 18 und 30 Jahre alt. Und vermutlich, sonst wärst du wahrscheinlich nicht auf dieses Video geklickt, bist du daran interessiert, ein eigenes Business aufzubauen oder irgendwas an deinem Leben zu verändern, weil so wie es jetzt gerade ist, willst du es nicht weiter. Ja, vielleicht bist du gerade in deiner Ausbildung, vielleicht bist du gerade in deinem Studium, vielleicht bist du gerade in deinem normalen 9-to-5-Job im Büro, auf dem Bau, in der Praxis, was weiß ich, wo du bist. Je nachdem, was da deine Situation ist. Auf jeden Fall möchtest du nicht, dass es so weitergeht. Beziehungsweise irgendwas langweilig vielleicht, irgendwas erfüllt dich nicht so. Irgendwo kannst du nicht deine Hobbys so ausleben, wie du möchtest. Hast nicht die Freiheit deiner Zeit und so weiter. Und natürlich, da stolpern wir irgendwann mal über das Thema Selbstständigkeit. Über das Thema das Leben selbstbestimmt in die Hand nehmen, Dinge tun, die uns wirklich Spaß machen. Und ich bin 100% der Meinung, sonst würde ich nicht das hier machen, was ich mache, dass jeder irgendwo das Zeug dazu hat, sich selbstständig zu machen und sich was Eigenes aufbauen. Viele Leute gehen das halt nur mit der völlig falschen Intention an und mit dem völlig falschen Ziel, ne? Mit einem sehr kurzfristigen Ziel, was vielleicht so von der Wand bis zur Tapete gedacht ist, aber nicht damit, dass man wirklich langfristig etwas bewegt. Da kommen wir auch schon zum ersten Punkt. Du darfst deinen Blick nicht nur auf das Hier und Jetzt, auf das Heute, auf diese Woche richten, sondern Veränderung passiert nicht heute. Veränderung passiert im Großen und Ganzen. Denn du musst mal einsehen, du arbeitest jetzt vielleicht viel im Kleinen. Du schaust dir hier YouTube-Videos zu diesem Thema an. Du hast vielleicht schon deine erste Business-Idee und setzt sie um. Du hast vielleicht schon dein erstes Business ist schon fehlgeschlagen. Du bist jetzt schon am zweiten dran. Oder du beschäftigst dich vielleicht auf Seminaren oder im Thema Persönlichkeitsentwicklung mit diesen Themen, liest Bücher und so weiter. Ne? Und das Ganze machst du täglich. Du arbeitest täglich sehr, sehr viel. Aber die Veränderung findet nicht täglich statt. Die Veränderung findet im Großen und Ganzen statt. Und das ist so ein Ding, wodurch viele Leute einfach auf dem Weg scheitern, weil sie einfach nicht lang genug dranbleiben. Ne? Natürlich, wenn du jetzt heute, sag ich mal, ein Buch komplett liest, denkst du so, boah, ich habe heute richtig viel gemacht. Ich saß heute 8 Stunden vor einem Buch. Ich habe richtig viel Neues gelernt. Aber dein Leben hat sich absolut nichts verändert. Morgen kannst du wieder auf Arbeit gehen, wieder früh aufstehen, wieder zu deinem Job hingehen, ohne dass sich irgendwas an deinem Leben verändert hat. So, jetzt machst du das Ganze aber weiter, diese Weiterbildung, die Umsetzung und, und. Du baust vielleicht dein erstes Business auf. Vielleicht sitzt du heute auch den ganzen Tag da dran, um dein Angebot herauszufinden. Natürlich kommst du dadurch nicht weiter, weil du noch keinen Kunden gewonnen hast. Selbst wenn du deinen ersten Kunden gewonnen hast, kommst du nicht weiter, weil das ist vielleicht irgendwann Geld, was irgendwann kommt, aber dich trotzdem noch nicht grundlegend in deinem Leben verändert. Die Veränderung passiert in 1-2 Jahren. Da wirst du eine krasse Veränderung wahrnehmen. Selbst in 6 Monaten wirst du eine krasse Veränderung wahrnehmen, aber eben nicht von heute auf morgen und auch noch nicht nächste Woche. So, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, weswegen viele Leute einfach viel zu früh aufgeben, weil sie denken, hey, es passiert sich ja gar nichts. Deswegen schau einfach mal zurück, wenn du jetzt schon ein bisschen länger in diesem Thema drin bist. Wo standst du denn vor 6 Monaten? Wo standst du denn vor einem Jahr? Hat sich da viel verändert oder nicht? Wenn nicht, bist du wahrscheinlich auf dem falschen Weg oder noch nicht lange genug dabei. Wenn doch, hey, sei zufrieden damit und mach genauso weiter. Wichtig ist halt, dass du einen richtigen Laserfokus auf eine Sache entwickelst. Dass du auch nicht, das ist der zweite Tipp jetzt, dass du nicht immer links und rechts schaust und sagst, boah, hier könnte man noch was machen und da noch was und ach Mensch, ich bin so, sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, so nach dem Motto. Ne? Du bist umgeben von Ideen. Wir sind im Internet, ne? wir leben in Zeiten von Social Media. Da siehst du Tag für Tag super erfolgreiche, super schöne, super reiche Leute. Ne? Das siehst du den ganzen Tag. Du könntest da, egal wie, wo du gerade stehst, egal wie krass du bist, du wirst da immer krassere Leute sehen.
egal was für einen guten Körper du hast, es werden immer Leute noch einen besseren Körper haben. Egal wie viel Geld du hast, es werden immer noch mal Leute mehr Geld haben. Das heißt, du siehst rundherum immer neue Inputs und jemand hat es vielleicht mit einem anderen Businessmodell geschafft. Jemand hat vielleicht keine Bücher gelesen, sondern hat vielleicht ein Coaching gekauft. Jemand hat vielleicht kein Coaching gekauft, sondern Bücher gelesen. Und dann wirst du überall konträre Meinungen haben und wirst dich einfach nicht vom Fleck bewegen, weil du einmal nach vorne gehst, dann wieder nach hinten, dann nach rechts, dann wieder nach vorne, dann wieder nach links und so weiter. Ne? Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Wenn du halt keinen Fokus hast auf eine Sache, dann wird es dich zerstreuen und du wirst nicht vorankommen. Aber wenn du jetzt eine Sache fokussierst, sagst, hey, ich bin Fotograf, ich will unbedingt mit der Fotografie erfolgreich werden. Scheiß mal drauf, was die ganzen Dropshipper mir sagen. Scheiß mal drauf, was die ganzen Network-Marketer mir sagen. Oder die ganzen Coaches oder was auch immer. Du bist jetzt Fotograf und willst Fotograf werden und dann ziehst du das halt durch. Committe dich doch mal auf eine Sache für 1, 2, 3 Jahre und schau, wo du rauskommst. Dann wirst du deutlich mehr schaffen, als wenn du jetzt die ganze Zeit links und rechts schaust. So, und ich habe es gerade schon angeschnitten, ne? Vergleich dich nur mit dir selbst. Das gehört noch mit zu dem Punkt, dass du halt eben, wie gesagt, nicht links und rechts, nicht nur auf andere Businessmodelle schaust, sondern auch nicht auf andere Leute. Ja, cool, dann hat der Tobias das vielleicht in 2 Monaten geschafft, wofür du jetzt vielleicht schon 6 Monate brauchst. Wow, cool, schaffst du ja trotzdem. So, oder dann ist der Typ vielleicht, hat der vielleicht schneller sein Sixpack erreicht als du. Ja, okay, ist doch scheißegal, ist doch dein Leben. Sobald du dich von diesen Zwängen löst, dass du links und rechts schaust und nur auf dich selbst guckst, wirst du plötzlich auch Erfolg nach Erfolg nach Erfolg haben. Weil, wenn du dich darauf konzentrierst, dass du einfach jeden Tag besser wirst, besser als dein gestriges Ich, dann bist du erfolgreich. Wie gesagt, das ist halt das Toxische. Hättest du Social Media nicht, hättest du keinen Vergleich nach außen, würdest du dich wahrscheinlich deutlich besser fühlen, wenn du dich gerade sehr viel mit anderen Leuten vergleichst. Heißt, das ist noch eine Sache, die musst du ebenfalls ablegen. Und der dritte und letzte Punkt, den ich dir nochmal mitgeben möchte, ein super wichtiges Thema, das unterschätzen super viele Leute, eben auch durch Konsumverhalten. Hör auf zu träumen und die ganze Zeit in Träumereien, Zielbildern, Visionen, Affirmationen und so weiter zu hängen. Fang an zu arbeiten, fang an einfach mal umzusetzen. Fang an, die Dinge wirklich zu machen, die dich auch wirklich voranbringen, anstatt nur zu träumen und die Sachen zu machen, die angenehm sind und vielleicht sich cool anfühlen, wie jetzt, keine Ahnung, das 50. Buch zu lesen zum Thema Produktivität. So, obwohl du nicht produktiv bist, fühlt sich halt so, weil es 50 Bücher sind so. Aber hast immer noch keinen Kunden gewonnen, noch kein Geld verdient. Sondern konzentriere dich auf die Dinge, die dir wirklich, wenn das dein Ziel ist, Geld einbringen. Auf die Dinge, die dich wirklich körperlich voranbringen. Wie beispielsweise ins Gym zu gehen, anstatt das 300. Video zum Thema der perfekte Trainingsplan, der perfekte Ernährungsplan zu schauen. Dann komm aus dieser Theorie raus, geh in die Praxis. Setz Dinge um, setz dich hin, arbeite produktiv. Du musst nicht 12, 14, 16 Stunden am Tag hustlen. Du musst einfach nur mal ein paar Stunden am Tag wirklich produktiv arbeiten und du wirst sehen, wie du vorankommst. Du wirst dich gut fühlen am Abend. Du wirst merken, hey, das war heute ein richtig guter Tag und morgen ist wieder ein guter Tag. Und so weiter. Und eine Reihe an guten Tagen wird irgendwann halt eben das, was ich zu Anfang meinte, ergeben, nämlich verdammt geilen Erfolg nach einer längeren Zeitperiode. Und das ist das auch, worauf ich hinaus möchte mit diesem Video. Ja, ich möchte, dass du dir diese 3 Punkte auch zu Herzen nimmst, wenn du etwas wirklich erreichen willst. Committe dich auf eine Sache, zieh es langfristig durch und arbeite auch wirklich daran. Und vor allem schalte die Ablenkungen aus. Weil dann kommst du auch wirklich voran, dann erreichst du auch wirklich was. So, und wenn du jetzt hier sitzt und sagst, hey, geil, jetzt weiß ich ja, wie ich vorgehen muss für die nächste Zeit, aber ich weiß noch gar nicht, was ich überhaupt machen will für die Zeit oder ich habe vielleicht schon grob einen Plan, aber noch nicht so im Detail und das würde ich gerne mal abklären, dann habe ich richtig geile Nachrichten für dich. Ich würde dich da sehr, sehr gerne bei begleiten, das Ganze auch völlig kostenlos und unverbindlich, indem wir beide einfach mal ja, persönlich miteinander per Zoom sprechen und gemeinsam für dich einen individuellen Plan aufstellen für deine Lebenssituation. Wir schauen uns das gemeinsam an und erstellen gemeinsam einen Plan für das Ganze, sodass du auch ganz genau im Detail weißt, wie du es jetzt umsetzen kannst. Und genau, das Einzige, was du dafür tun musst, ist auf den ersten Link in der Beschreibung zu gehen. Geh auf adrianphilipp.com, trag dich dort für ein kostenloses und wie gesagt auch unverbindliches Beratungsgespräch mit mir ein. Dann werden wir einen Termin abstimmen und dann hören wir uns bestimmt auch schon ganz bald persönlich wieder. Ich freue mich, dich und deine Situation kennenzulernen. Ansonsten sehen wir uns natürlich auch im nächsten Video wieder, wenn du es noch nicht getan hast. Lass auf jeden Fall gerne ein Abo auf meinem Kanal da, dann verpasst du ja auch nichts mehr. Und in dem Sinne würde ich sagen, ich wünsche dir alles Gute, mach's gut bis dahin, dein Adrian.